Zurück in Silent Hill 4 The Room. Sind wir hier gerade noch in diesem komischen Sportgeschäft? Und jetzt gehen wir mal rüber in diesen anderen Raum. Nicht in den, ich verwechsel ihn immer. Den anderen. Da, den. Oh! Ja, nee, ist klar! Wie gemein ist das denn bitte? Boah! Alter! Man kann es auch übertreiben! Mach ihn fertig! Oh Mann, oh! Ja! Nee, ist klar! Was war das denn jetzt noch? Ist er dann noch so durch in ihn durchgerutscht, ne? Bei der Treppe runter, immer schön auf Henry. Ja, kann mir mal jemand sagen, wie man das besser lösen soll? Echt. Man könnte meinen, es wäre einfach an so einer Treppe, weil er oben steht und so, aber nö. Ja, 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 nee, nein. Hallo? Ich habe keine Lust, hier drauf zu gehen, ganz ehrlich. Und du kannst jetzt mal neu laden. Wunderbar. Und nimmst das Ding wieder. Ich finde das Eisen toll, aber bei so vielen Monstern auf einmal, das kann auch in die Hose gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo... Okay, es geht hier auch noch um die Ecke. Aber erstmal gehe ich dann durch die Tür. Die aber eh kaputt ist. Okay, wir müssen also hier lang. Und was ist hier am Ende? Nix. Okay, und da unten ist unser Loch. Aha. Mein Gott. Okay, fest zu. Hä? Wo sollen wir denn dann hin? Der Aufzug ist nicht hier. Aha. Aha, hier ist ein Aufzug. Okay. Aufzüge sind ja immer schön in Silent Hill. Are you the kid he was talking about? You live in that apartment too, huh? Say, you look a lot like a little punk that I once caught sneaking around there. Do you know something about what's going on? Hey, hey, you! Stop! Okay, warum bedroht er den Jungen so? Okay, ich kann hier mit der Leiter gehen, kann aber auch hier rausgehen. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Aber ich bekomme Pistolenkugeln, das ist nett. Kann ich die... Nein, ich kann die nicht angreifen. Kann ich die durchgehen? Nein. Okay, dann gehe ich jetzt hier nochmal rein. Und dann mit der Leiter irgendwie hier durch. Vorbei. Kannst du oder kannst du nicht? Ja, wir wollen die Leiter hinunterklettern. Hallo? Hallo? Da ist irgendwas. Ach, da sind wieder diese Tentakeldinger. Okay, und hier kriegen wir so ein bisschen mal was für unterwegs. Das ist ja gnädig, weil jetzt ja hier im Moment auch kein Loch ist, wo man mal eben zurück kann wahrscheinlich. Ja, dann wollen wir die Tentakeldinger mal töten. Die kennen wir ja noch aus dem Wassergefängnis. Anscheinend mögen sie Wasser. Oder was? Nein! Achso, wenn die einen angegriffen haben, dann gehen die auch von alleine weg. Ja, dann haben sie ihr Tributblut bekommen.
So, weg sind sie, aber die werden wiederkommen. Aber jetzt können wir dann hier hoch. Nein. Ha, noch gerade so mit der Knüppelspitze irgendwie getroffen. Kann man da auch runter? Ich gucke mich mal erstmal hier um. Weil das sah gerade so aus, könnte man da... Was ist hier? Nix, okay. Was läuft hier noch rum? Komm her. Oh nein. Nein. Oh, komm schon. Nein. Jetzt reicht's. Nein! Scheiße! Nein! Oh, wir sind nicht schnell! Und den auch! Boah! Und jetzt kann ich auch schon direkt meinen Nährstoffdrink nehmen. Super! Krass, ey! Boah, die Gegner! Ich fährt nicht mehr. Und dann geht's hier auch noch rum. Was ist hier? Da ist auch noch eine Tür. Oder nicht? Kaputt. Okay. Die auch. Ich vergesse die immer. Hoffentlich übersehe ich keine Türen die ganze Zeit. Da geht's nicht weiter. Ach, hier sind wir bestimmt auf der anderen Gitterseite, ne? Ja, da habe ich die Moni gefunden. Kaputt. Was ist hier? Andere Abschnitt. Ja. Oh Mann, oh. Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja, wollt ihr mich veräppeln? Boah. Boah. Was ist denn da los? Wie viele waren das? 5 Affen? Da kann ich doch nie wieder zurück. Scheiße. Noch eins. Was ist hier? Was ist das denn für ein... merkwürdiger Raum. Hä? Wo sind wir eigentlich? Puh, toll, und ich muss an denen wahrscheinlich wieder vorbei, ne? Und ich habe meine ganze Muni verballert. Mann. Okay. So ein Ventilatorraum. Bin ich jetzt hierher gekommen? Oder muss ich jetzt hier hochgehen? Nee, ich bin jetzt woanders. Okay, ich nehme mal wieder mein anderes, mein Eisen hier. Bin irgendwie auf der anderen Seite, aber ich habe die Leiter jetzt nicht benutzt gehabt da hinten. Oh, oh Leute, ich werde doch jetzt nicht wegen Würmern sterben. Ey, er steht doch, ich matsch sie wirklich. Ich matsch hier drauf und, oh, das gibt's doch nicht. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich weiß ja nicht, wann das nächste Loch hier kommt. Scheiße, noch eins. Nur Abfall. Hier gibt's nichts Nützliches. Hm. Okay. Holzkästen. Daran ist nichts Interessantes. Okay. Kaputt. Kaputt. Toll. Ah, hier bestimmt. Die Tür natürlich, Mensch. Nicht der Abfall. Okay, eine rostige Axt. Ja, ich nehme sie mit. Eine Axt mit kurzem Schwert, was kurz, aber wirkungsvoll und einfach zu wenden. Einfach zu verwenden, die nehme ich jetzt mal. Oh, oh, oh. Und das sieht aus wie Annies Bar hier. Hier ist eine Notiz. Der Boss hat gesagt, dass diesmal die letzten 4 Zahlen der Telefonnummer dieses Ladens die Nummer bilden. Aber die Telefonnummer steht auf dem Schild auf dem Dach. Jeder auf der South Ashfield Street kann sie sehen. Ist das wirklich in Ordnung? Moment. Dass diesmal die letzten 4 Zahlen der Telefonnummer dieses Ladens die Nummer bilden. Ja, also die letzten sind dann die Telefonnummer. Und es müssen ja 5 Ziffern sein, soweit ich mich erinnere. Damit wir dann... Ja, ach, und hier können wir auch durch. Na, dann hätte ich mir das natürlich sparen können mit dem Drink. Dann hätte ich den mal lieber jetzt gespart. Es ist ein Billardtisch, die scheinen mitten in einem Spiel gewesen zu sein. Das sieht doch aus wie Annies Bar.
Wo guckst du hin? Zu den Würmern, ne? Das ist eklig. Das sind voll die ekligen Dinger. Ja. Und dann können wir hier... Kannst du hier hinterlaufen? Nein. Kannst du da irgendwie hin? Nee. Also wir können nicht hinter die Bar. Da ist aber auch anscheinend nichts. Zermatsch sie. So, und dann haben wir hier was? Den Code. Der die Telefonnummer jetzt ist oder der Code für die Tür? Funktioniert denn der alte Code noch? Den ich hier einmal aufgeschrieben hatte? 0302? Nee, anscheinend nicht. Okay. Glaubst du ernsthaft, ich warte darauf, dass du da vorbeikommst? Ekligen Matschwürmer. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Denn hier ist ja anscheinend nichts zu holen. Und wir sollen ja auch wahrscheinlich zurück in das Loch. Nach Hause, ins sichere Apartment, in dem es nichts zu essen und nichts zu trinken gibt, außer Schokoladenmilch und Wein. Die Schokoladenmilch ist aber leider auch schon weg, also bleibt nur noch der Wein. Ja. Da kommt Freude auf. Hallo, Walter. Bist du da draußen irgendwo? Er kommt auch gar nicht mehr zur Ruhe, ne? Das Apartment, das ist jetzt so sein neuestes Hobby. Na, bleibst du auch nochmal stehen, oder? Kommt er jetzt nochmal wieder? Oh, er kommt wirklich wieder. So, komm, eine Runde noch. Na? Na gut. Keine Lust mehr zu warten. Dann schauen wir jetzt nochmal wieder rüber zu Eileen. Nee, wir machen vorher nochmal das Radio. Are you yearning for that special place to spend quality time with your loved one? Do you need to relax and get away from it all? Come to Silent Hill. Habt ihr das da draußen gesehen? Da ist irgendwas am Fenster vorbeigeht. Bitte. Was? Da ist irgendwas am Fenster vorbei. Da war ein Häschenkopf. Und der sah aus wie der Heißluftballon-Dings. Da ist ein... Da, ich hab's gesehen. Da war ein Häschenkopf, der vorbeigeflogen ist. Wie, ihr habt's nicht gesehen. Und ich bilde mir jetzt schon wegen dem Spiel Sachen ein. Aber da ist am Fenster was vorbeigeflogen. Das gibt's doch nicht. Und das liegt jetzt da unten irgendwo, oder was? Geht die Uhr eigentlich mittlerweile wieder? Nee. Was steht da noch? Achso, sein Zeitgefühl ist durcheinander. Ja, ich werde hier... Bitte. Eileen, da ist am Fenster was vorbeigeflogen. Bei dir auch? Nö. Bei Eileen glaube ich nicht. Ja, gut, dann muss ich jetzt hier noch irgendwas wegpacken in meine Dingens. Kann ich speichern, damit wir hier weiterkommen in der Gebäudewelt, so nennt sich das. Alles klaro, weißt du Bescheid. Dann ist unsere Energie ja wieder tipptopp aufgeladen und wir sind topfit und können wieder rüber. Und haben unseren einzigen Energy Drink, den wir hatten, verbraucht. Das ist total schön. Ja, bleibt also nur noch wirklich Feinde besiegen oder weglaufen.
Machi, Pachi, Machi. So, wir dürfen jetzt hier irgendwie aufs Dach kommen, damit wir die letzten Zahlen wissen, ne? Wie sonst? Och, komm schon. Willst du mich verarschen? Da die ja kaputt sind und kaputt bleiben, nehme ich mal an, ich muss jetzt hier wirklich irgendwie aufs Dach kommen. So ein Blödkram. Nein, du sollst nach oben. So, jetzt bin ich wieder hier in diesem gruseligen Ventilatorraum. Aufs Dach heißt ja auch echt nach ganz oben. Das ist doch scheiße. Gibt es hier noch eine andere Tür? Nee, nur die eine. Oh, und dann sind doch da die Affenbande. Ja, die Affenbande brüllt. Hi. Hi. Hallo. Oh Gott. Scheiße. Und ich hatte so viele Schüsse teilweise abgefeuert. Und das hat trotzdem nichts gebracht, ne? Ach, da sind immer noch Türen, die ich nicht ausprobiert habe. Guck mal eine an. Hier, ich muss nochmal nach... Wo muss ich hin? Ich muss mich umdrehen. Da, ist da noch eine Tür? Nee. So, da irgendwie rein. Muss jetzt hier mal hier links von ihm. Ach so, da ist nur das Gitter. Nee, dann ist da das Gitter, da ist nichts. Dann geradeaus und rechts. Ja, hier sind die Hunde gewesen, okay. Ach ja, und hier ist die Leiter. Hier wollte ich das... Ja, ach, die geht sogar runter. Und wo kommt man dann hin? Wo bin ich hier? Wo bin ich? Ja, ja, nee, ist klar. Ja, ist klar. Wie gemein ist das denn? Man sieht gar nichts. Ey, mach doch mal, du Vogel. Manchmal hackt die Steuerung so, man drückt die Knöpfe und es geht nicht. Ach, jetzt komme ich von der anderen Seite, oder was? Hier kann ich auch hoch, bin ich hier... Hä, das sind aber andere Räume, ne? Das sind andere Leitern. Huch. Okay, dann nimm mal die und geh die hoch. Wo bist du jetzt? Hier ist nichts. Ach, da ist wahrscheinlich der Aufzug, der jetzt aber nicht da ist. Dann geh wieder runter. So, die Würmer sind wieder da. Hier kannst du wahrscheinlich... Doch, hier kannst du durch, weil hier der Aufzug ist. Okay. Okay. Gut. Kannst du den auch nehmen? Weil der Aufzug nicht da ist, geht das nicht. Und wie komme ich jetzt nach oben? Weil wir sollen ja nach oben. Aber da ist immer noch eine Leiter, die ich nicht ausprobiert hatte. Gibt hier irgendwas Sinnvolles? Da kommen wir her. Es ist ja alles verschlossen. Da oben und dann links lang. Geht das nicht? Kannst du da nicht lang? Doch, du kannst doch hier lang. Kannst du da irgendwie... Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Und wenn du... Hier sind drei Tasten vertikal angeordnet. Ach so, hier können wir auch dann jetzt... Alles klar, dann gehen wir nach obere Taste. Dann fahren wir vielleicht mal nach oben, ne? Zum Dach, Leute, zum Dach. Ne? Warum nicht gleich so? So, nu? Gehen wir mal hier raus. So, jetzt sind wir ganz oben. Vielleicht bringt mir das ja was. Fest zu, wie sieht es jetzt eigentlich hier mit dem Aufzug aus? Der ist nicht da. Okay, der wird irgendwo unten sein, nehme ich mal an. Geh mal hier um die Ecke. Denn wir wollen jetzt zum Dach. Ach, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Wir waren hier schon. Na gut. Lauf mal nach oben.
Wir wollen so weit nach oben, wie es geht. Damit wir dann wieder zurück nach unten können. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ach so. Okay. Ja, aber... ich will ja jetzt nicht zum Geist hier... Oder Geist. Ja, das ist halt die Frage. Können wir jetzt hier, genau. Von B3 zu... Moment. B3, B4... B5. B6. B7. B8. Ich blick nicht durch. B9. Was ist denn jetzt der Dachboden? Leute. Wo bin ich? B5. Ich blick hier doch nicht durch. Kannst du hier nicht? Auch der Geist. Der Geist, der Geist. Och, Manno! Leck mich doch am Arsch. So, jetzt bin ich doch noch höher gelaufen. Was? Was hat denn hier jetzt gepoltert und gemoltert? Was? Ein Spinnennetz. Was ist hier los? Kaputt. Fest zu. Raus. Ah, die Affenbande. So, wir sind da jetzt ganz oben wieder. Aber falsche Seite oder wie darf ich das verstehen? Oder geht's noch weiter? Ne, wir können ja noch weiter nach oben. Ah! Hey, ich hab dich mit der Axt geschlagen. Stirb. Voll runtergeknallt. Noch höher. So hoch wie geht. Mein Tod. Mein Tod. Boah, so um die 4 Schläge, ne? Sonst gehen die auch nicht drauf. Ja, komm! Übertreib's doch nicht so! Wo kommen die alle her? Komm! Oh Mann! Die sind so hartnäckig. Das muss doch jetzt hier irgendwie... Da ist doch eine Leiter. Kannst du da nicht hoch? Sonst wird das doch nichts mit dem Dach. Oder sind wir hier völlig falsch und ich muss wieder auf die andere Seite? Hier, gehen wir um die Ecke. Weil hier kommen wir natürlich her, ne? Das ist ja unser Anfang. Ach, scheiße, aber irgendwie... Wir sind doch hier voll weit oben. Warum kann man das hier nicht sehen? Das wäre doch eigentlich der beste Ort, oder nicht? Aber es wird wohl eine andere Seite noch geben, wo man besser noch höher kann. Hier ist eine Leiter, aber leider kann er die nicht benutzen. Voll gemein eigentlich. Ich werde jetzt nochmal die Runde zurücklaufen müssen. Wir sind ja hier beim Dach oben. Wir sind ja sogar hier bei dem South Edgefield-Ding, aber das reicht anscheinend nicht. Oder ist hier noch irgendwie was? Kann man von hier aus vielleicht was sehen? Was? Ich habe diese Zeichen schon mal gesehen, aber trotzdem. Man soll jetzt aber nicht von den Buchstaben das mit den Nummern herleiten, oder? Oh, der Krach. Kommt, Leute, übertreibt's nicht. So, geh mal hier rüber wieder. Wir müssen hier... Nein! Lass mich in Ruhe. Ja, wir müssen hier wieder runter. Mir bleibt nichts anderes übrig.
so ein Sheet echt, aber das kann man ja nicht immer alles auswendig wissen. Kommt man hier noch lang? Nein. Die scheiß Würmer auch noch immer. Jetzt kommt der Geist noch dazu. Ja. Schön. Oh. Wohin mit mir? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, deswegen gehe ich jetzt erstmal wieder zurück ins Loch und erhole mich. Ist ja gut, dass hier wenigstens eins ist. Dann speichere ich nochmal, obwohl es bringt eigentlich gar nichts zu speichern. Nö, eigentlich nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und ich hoffe, da komme ich dann ein bisschen schneller voran. Ist ja immer doof, ne? So hin und her zu rennen und nicht zu wissen, wohin. Dann klappt das nicht und so. Ich laufe mal lieber wieder nochmal einmal raus. Nicht, dass jetzt hier wieder was Neues ist und ertönt oder was und ihr kriegt es nicht mit, weil ich dann jetzt Tschüss sag. Aber es scheint still zu sein. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4, The Room. Bis dann. Tschüss.